Studium der Berufspädagogik Technik ist vielfältig aufgebaut und bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das an das persönliche Profil des Studenten anzupassen. Die erste Entscheidung, die erste Gestaltungsmöglichkeit ist die Wahl der Studienrichtung. Dort hat man die Wahl zwischen Metalltechnik und Elektrotechnik. Dann hat man sozusagen den technischen Teil entschieden. Dann gibt es die Pädagogik und als dritten Teil ein sogenanntes Zweitfach. Bei dem Zweitfach kann man dann noch wieder überlegen, welches der Zweitfächer man belegt. Das sind allgemeinbildende Fächer im Regelfall, also Deutsch, Englisch, Physik, Mathematik. Das sind gängige Zweitfächer, die dort gewählt werden. Ich bin der Özgür Güler und studiere Berufspädagogik mit dem Erstfach Metalltechnik und Zweitfach Mathematik. Nach der Ausbildung habe ich eine Wahl gehabt zwischen Weiterarbeiten oder etwas anderes machen. Und da dachte ich mir, hey, vielleicht das Technische mit etwas Sozialem vereinigen. Da kam mir nur das Lehramt, Berufsschullehramt in den Sinn. Und dann dachte ich mir, das studierst du auch. Habe mein Abitur danach geholt an der Berufsoberschule. Ja, und jetzt stehe ich hier, fünftes Semester, und es funktioniert. Ich studiere Berufspädagogik Metalltechnik an der FAU. Mein Hauptfach ist Metalltechnik, mein Zweitfach ist Sport. Und ich habe im Vergleich zu den meisten, die mit mir studieren, keine Ausbildung. Das heißt, ich habe nur Abitur gemacht und dann direkt dieses Studium angefangen. Da ich direkt vom Gymnasium eben komme und nicht genau wusste, was ich studieren soll, ob ich jetzt Lehramt Gymnasium mit Zweitfach Sport nehmen soll oder doch eher in den technischen Bereich mit Maschinenbau oder Energietechnik. Und deswegen habe ich mich dann für dieses Studium entschieden, das eben beide Bereiche beinhaltet, sowohl den technischen mit Metalltechnik und den Schwerpunkt Maschinenbau, als auch mit dem Zweitfach Sport. Das Besondere an der FAU, an dem Studiengang, ist, dass der Bachelor im Bereich of Science gemacht wird, während der Master dann eben mit dem Education-Abschluss abschließt. Und somit haben wir die Möglichkeit, mit dem Bachelor of Science eben auch in die Wirtschaft zu gehen, sollte sich während des Studiums herausstellen, dass beispielsweise Berufsschullehramt eben nicht für einen ist. Ja, man muss überlegen, was muss ich mitbringen, wenn ich in das Studium gehe. Ich muss Spaß daran haben, mit Menschen umzugehen. Ich muss Spaß daran haben, mit Technik umzugehen. Mit Technik umzugehen heißt heute auch relativ viel Mathematik zu können. Jemand, der Schwierigkeiten mit der Mathematik hat, wird Schwierigkeiten im Studium haben. Und Technik ist ein Gebiet, das sich ständig weiterentwickelt. Das heißt, ich brauche dort die Bereitschaft, auf dem Laufenden zu bleiben. Zum Studium kann ich sagen, und da bleibe ich auch realistisch, derjenige, der denkt, dass das ein klassischer Lehramtsstudiengang ist, der ist da nicht ganz richtig. Und zwar wird man sehr gut zum Pädagogen ausgebildet, aber im Bachelorstudiengang, also bis zum sechsten Semester, wird man wirklich zum Ingenieur ausgebildet. Es wird nicht langweilig. Man könnte wohl meinen, es ist immer das Gleiche oder so, aber rein die Abwechslung, viele verschiedene Schüler, enger Kontakt zu den Firmen, letzten Endes nicht nur theoretische Inhaltsvermittlung, sondern naher Bezug zur Praxis. Das heißt, wir haben ja auch Werkstätten in der Schule. Unterrichtsmaterial, das wir besprechen, wird dann zum Teil auch selbst hergestellt von den Schülern. Wir sind mit den Schülern in der Werkstatt, bauen dort selber und das macht es eben sehr facettenreich und sehr vielseitig. In dem Projekt werden nochmal sämtlichste Inhalte, die die Schüler so übers Jahr kennengelernt haben, wiederholt. Die Schüler haben darin die Aufgabe, eine Seilbahn zu konstruieren, fertigungsgerechte Zeichnungen zu erstellen und haben dann die Möglichkeit, die Seilbahn im Betrieb zu bauen. Und dann gibt es am Ende des Schuljahres den Zeugnistag, das ist bei uns der Projekttag. Da ist ein großes Projekt im Pausenhof, da ist das Seil gespannt, wo die Schüler ihre Seilbahn einhängen können, anbringen können und eben auch fahren lassen können. Die Studenten, die bei uns eben sozusagen im Masterstudiengang ja in Fachdidaktik ausgebildet werden, für die ist das ein Thema, um hier mal zu sehen, wie man jetzt zum Beispiel berufliche Inhalte umsetzen kann und gleichzeitig die Kooperation mit den Betrieben fördern kann. Also von einem Lehrer an unserer Schule erwarte ich erstens, dass er sozusagen gern mit jungen Menschen
arbeitet. Das Zweite ist, der muss natürlich kreativ sein. Und zum Dritten erwarte ich natürlich von ihm auch gewisse Managementaufgaben, weil nämlich so eine Klasse zu organisieren, zu führen, voranzubringen, sehr viel Organisationstalent erfordert.